Technik. Technik, die begeistert. Juh. Wie gesagt, altes Spiel muss so sein. Ein Spiel, wie es scheint, ist etwas älter. Es ist sehr alt. Es ist sehr, sehr alt. Frag mich nicht von wann, aber es ist alt. Es ist so dunkel, ich kann nichts riechen. Ja. SDE. Ja, wir nehmen SDE. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, aber wir nehmen SDE. Weil ich glaube, wenn ich jetzt wieder umstelle. Oder macht er dann. Ah, ne. Okay, Normalmodus, Profimodus. Wir machen Normalmodus, würde ich sagen. Jo. Hat schon einer die Kategorie geändert? Dann sowas muss ich das einmal fix machen. Was näher würde ich sagen, ist für einen alten Röhrenmonitor. Ich glaube auch. Es, wie gesagt, es ist schon recht. Es ist schon recht alt. Oh Gott. So. Ich lasse es mal kurz offen. Das würde mir keine Menge Auswahl. So, oh mein Gott, ja. Entschuldigung. ja, ganz logisch, warte mal. Warte. Krieg ich hin, warte mal. Ein Knopfdruck. Nein, zwei Knopfdrücke. Tada! Haha! Ausgezeichnet das System. Noch Fragen? Danke! ja, Qualitätsfernsehen, ne? Oder Qualitätsstream, nicht. Sehr schön. Dann starten wir mal. Wir starten im Normalmodus. Spielen. Da ist das eine Ding vor. Egal. Egal. Müsst ihr mitleben. Ist was vor ist. Qualitätsniveau. So wie es bei RTL. Bei RTL 2! Nein, um Gottes Willen. Hallo, Aspirien. I never hoped that you'd call me just to congratulate, without any buts. Come on, Sam, kill the sarcasm. I love to combine business and pleasure, okay? Just kidding, boss. Don't take it personally. I'll start working on the article. Es war ein gutes Bimmelbild damals. I've got a date. Sorry. Sonst kann ja mal jemand nachgucken, von wann das Spiel ist. Yep, well, gotta go. I'm late already. Ich mach's über das Spielmanager doppelt hält besser. Also ich mach's auch immer über den Manager, tatsächlich. Aber, ja, ich bin zu doof für Commands. Obwohl ich jetzt selbst aufgeschrieben habe. Das dauert mir immer zu lang. 2012, oh, 2012 geht aber noch. Es kann sein, Kitty. Es kann sein.
auf. Also ich glaube, die Stimmen sind etwas leiser. Aber es ist Englisch. Niemand mag Englisch. Niemand mag Englisch. Ja, schickes Motorrad. Das ist falsch herum. Ist mir in den Weg dann aufgefallen, dass man nicht... Na egal. Aber schickes Anwesen, muss man schon sagen. Echt schickes Anwesen. So, Menü. Stimme mache ich noch mal ein bisschen lauter. I knew you wouldn't use the front door, Sam. But I'm still glad to see you. Go ahead, check out my home. Ich weiß, da sind die Boxen vor. Ich kann die Boxen sonst auch alle ausmachen. Für das Spiel. Sam, help me. Wartet mal. Dann mache ich einmal die Halloween-Boxen aus. Dann haben wir hier keine Dingens. Ich werde dann innerhalb der nächsten Stunde mal schauen, ob er irgendwann das Spiel anzeigt. Mach das, Kitty. Ja, manchmal spinnt er. Möchtest du erklärt bekommen, wie das Spiel funktioniert? Nein. Es ist nicht mein erstes Wimmelbild. Danke. Das kriegen wir auch so hin, glaube ich. Okay, Gitarrenstimmer. Bowlingkugel. Billard, nicht Bowling. Billardkugel, es ist eine Billard. Okay, wie seltsam. Dafür brauche ich ein Zahnrad. Wenn man das lang genug macht, dann kommt man irgendwann rein. Nein. Die Wand ist verschwindet. Vielleicht gibt sie ja nach, wenn ich kräftig genug zuschlage. Also ihr dürft doch gerne jederzeit Tipps geben, ne? Natürlich kein Backseat Gaming, wo man hin muss, wenn ihr wisst, wohin. Aber ihr dürft gerne Tipps geben oder halt miträtseln, wenn... ihr das wollt. Das erlauben wir euch. Und die Masse sehen wir eh weniger. Da sind die Boxen zerstört. Ja, deswegen. Das Witzige ist, ich habe ein Vollbild. Aber ich kann es halt für euch leider auch nicht größer machen. Okay, ich brauche Licht. Ich habe kein Licht. Ganz schlecht. Ganz schlechte Voraussetzung. Ganz, ganz schlechte Voraussetzung. Es muss mich nur jemand daran erinnern, wenn wir mit dem Spiel durch sind, dass ich das Overlay wieder anmache, ja? Weil ich weiß, dass ich es vergesse. Also da kommt der Stimmer rein, ne? Ja, stelle einen Wirbel richtig ein, um die Gitarre zu stimmen. Zupfe dann die entsprechende, um zu sehen, ob sie richtig gestimmt ist. Stimme alle Gitarrenseiten. Was? Was? Ach, kann ich erstmal nur eins. Worin sehe ich? Jetzt kann ich... Okay, jetzt kann ich die anderen. Weiß ich, dass wenn das... Ach, wenn, wahrscheinlich, wenn das grün ist, ne?
Ich bin ganz schlecht bei sowas. Wenn ich mein Ohr fest an mein Knie drücke, kann ich hören, wie der Hosenknopf abspringt. Okay. Okay, gut. Wir kommen der Sache näher. Okay. Das ist der ganze Marsch der Welt. Nicely done, Sam. You have a great ear. Danke, Gott, okay, was passiert jetzt da? Okay. Ich habe einen Schlüssel. Ich frage mich jetzt, wer kommt auf die Idee, da einen Schlüssel zu verstecken? Juhu, eine Taschenlampe. Taschenlampe, der Freund und Helfer. Auf der Abdeckung ist ein seltsames Symbol zu sehen. Vielleicht öffnet sich die Abdeckung, wenn ich etwas hier einsetze, das in die Aussprache hineinpasst. Nein. Okay. Taschenlampe. The darkness hides the flaws, Sam. Dachte, ich habe gesagt, ohne Tipps. Ich doch zu welche. Jetzt mal wieder. I am Oscar. Remember my name, as I remembered yours. By the way, Anna helped me with that. A bit against her will, actually, but no matter. Ich kann wimmeln. Steckerei, Wäscheklammer, Steckerei. Wäscheklammer, Spiegel. Ne. Spiegel. Wäscheklammer. Ne. Ist ein. Da. Wäsche, Winterschal. Eine Krawatte. Ach, das ist Garn. Garnspulen. Das war der Kleiderbügel. Auf das Setting gehen und dann wieder zum Spiel, damit man sich nicht wundert. Alles klar, Kitty. Mach das. Aber würde mich nicht wundern, wenn Twitch Probleme hat. Hallo, Shady. Happy Halloween. Oh, Stiefel. Das ist das Zahnrad. Stiefel. Brille. Ich habe da den Bleistift immer noch nicht gefunden. Geschweige denn das Herz. Da ist das Herz. Aber wo ist der Bleistift? Im Moment haben wir auch Probleme. Ja. Kann gut sein. Wo ist der verballerte Fleisch da? Wer kennt sich? Erst bei Rum, ihr Mann. Und hallo, Ryder. Ja, natürlich trinke ich. So. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Seltsamer, trauriger Puppenkopf. Aus irgendeinem Grund sind die Haare nass. Finger in die Steckdose. Okay. Also mir geht's soweit gut. Ich hoffe, dir auch. Gut, ich kann hier gerade noch nichts. Ich glaube kaum, dass die eine Billardkugel braucht. Okay. Nee.
Wenn ich mit dem Zahnrad das... Okay. Es hätte doch sein können. Noch etwas müde. Ja. Warte, hierfür? Ah ja, okay. Hierfür. The entire world is made of gears. You've now used one to begin unraveling the mystery. Er braucht sehr Stroh. Have you ever Möglich? Seen anything like him? Surely not. I am the only artist in the whole world who creates like this. Unfortunately, no one can appreciate my gift. I feel so incredible emotion when I give immortality to nur weil er da oben fliegt. Young people. Look closer, Sam. This young man will forever fly to his dream and will never burn his wings. Know this, Sam. Soaring straight into the sun is dangerous. Also wenn ich es richtig verstehe, der wurde da einfach quasi in das Ding und da ist wahrscheinlich so eine Flüssigkeit drin, dass der länger hält, oder wie? Dass er frisch bleibt. Okay. Ich will hier wieder raus. Im Kaffee und mach das. Und du auch, Kitty. Bis gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in diesem Haus bleiben will. Ich habe einen Mob. Der Typ ist seltsam. Dann war so verrückt. Ich muss mal weg. Nein, hier geblieben. Okay. Wir gehen erstmal durch die rechte Tür. Ein Schraubenzieher. Gut, wir haben eine Waffe. Die wir wahrscheinlich eh beim nächstbesten wieder loslassen. Okay, Patient Nummer 213. Diagnose. Der Patient leidet unter Zorn und Depressionen, weil er altert. Er ist besessen von seiner verlorenen Jugend und Schönheit und denkt, dass er dadurch weniger wert sei. Seine Stimmung schwankt zwischen Manie, während welcher er jegliche Kontrolle verliert, und Depressionen. Interessanterweise ist der Patient auf den Anti-Helden Dorian Gray fixiert. Man könnte dies als eine Art Dorian Gray-Syndrom bezeichnen. Der Patient befindet sich derzeit in Remission, ist aber manipulativ und kann Symptome gut verbergen. Er ist ein guter Kommunikator und sehr überzeugend, wodurch bereits einige Probleme in der Klinik entstanden sind. Hinweis: Er studiert menschliche Anatomie und Einbalsamierung. Warum? Deine Verschwiegenheit darüber macht mir große Sorgen. Bipolare Störung und Paranoia. Dr. Gerald Johan. Okay. Das erklärt das ja so ein bisschen, ne? Ich gehe trotzdem mit Zoo bauen und muss mal was wegbringen. No. Aber, Iron, du darfst aber nur, wenn du wiederkommst, ja? Nein, alles gut. Mach. Viel Spaß beim Zoo bauen. Hier kann eine Kugel rein. Fehlt nur noch die 1, die 7 und die 9. Bleib im Tab mit offen. Hör dich also immer noch. Das ist gut. So will ich das hören. Oder haben. Oder. Hören tue ich dich ja nicht. Okay, mehr kann ich jetzt erstmal hier nicht machen, oder wie? Ja, ist doch gut. Okay. So, we meet. You're probably thinking right now. Here he is, right in front of me. I'll get him now and save my love. Oh, fuck. Sorry to disappoint you, but if you raise your hand, you'll burn alive. Muss mir erstmal den Zahncode aufschreiben. Oh, so much. And what do I need? I always give people a chance. Merkst du diesen Zahncode? Plus 11, minus 3, plus 8. Und wenn ich nachher noch weiß, wofür ich den brauche. Plus 11, minus 3, plus 8. Ein Augenscanner. Ugh. Ist abgeschlossen. Aber hier kann ich rein. Das ist eine Kugel.
Braucht ihr empfehlen, einen Teil, um die Tür zu öffnen? Natürlich. Einen Haartrockner. Die Wahrheit über den Punkt, Punkt, Punkt. Von Sam Wild. Eine Stadt verliert ihre Zukunft. Das war das Erste, was mir zu den jüngsten Ereignissen in Wiltshire einfiel. Die Polizei ist ratlos. Die Polizei gibt ihr Bestes, um mehr über die verschwundenen Personen herauszufinden. Die Stadtbewohner sind verängstigt und verbarrikadieren sich nachts in ihren Häusern. In der Zwischenzeit ermittelt die Polizei überall und übersieht doch so viel Offensichtliches. Wer sich die Fotos anschaut, dem fällt auf, dass alle Verschwundenen jung und schön sind. Sie alle verfügen über großes Charisma und eine innere Energie, die selbst auf Fotos zur Geltung kommen. Solche Menschen verstecken sich nicht. Sie stehen immer im Rampenlicht. Der Entführer muss sich in den gleichen Kreisen bewegen. Reich, gebildet und von fester Überzeugung. Sehen Sie sich nur um. Vielleicht ist es ja Ihr Nachbar oder ein Geschäftspartner, der Sie zu einem Geschäftsessen einlädt. Geben Sie Acht. Der Verbrecher ist wie ein Chamäleon, der sich an seine Umwelt anpasst. Bringt er seine Opfer um oder lässt er sie leben? Wo ist sein Versteck? Ich vermute, dass er die Straße der Stadt meidet und sich in einer unserer großen Landvillen versteckt. Ich suche nach Beweisen und werde sie schon bald im Wiltshire Telegraph veröffentlichen. Beschützen Sie Ihre Liebenden und bleiben Sie auf dem Laufenden. KI, sind wir jetzt bei Dragonborn? Möglich? Man weiß es nicht. Aber wie überall auch diese Lautsprecher sind, ne? Oder Zahlencode. Plus 11. Minus 3. 1, 2, 3. Plus 8. 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Falsch. Plus 11. Hä? Plus 11. Ach, weil ich einmal zurückgegangen bin. Minus 3. Ah ja, okay. Weil ich einmal aus Versehen ausgerutscht bin. Mechanisches Auge. Lass mich doch. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Okay, da kann ich nicht durch. Ja, nee. Alles klar, Luna. Rostentferner. Herausfinden, wie man die Radioknöpfe bedient. Ich glaube, mit nichts, was ich hier habe. Jetzt Mosaikstück. Die Schrauben entfernen. Diese Kabel sind sicher in die Stromversorgung des Feuertunnels. Wenn ich sie mit bloßen Händen anfasse, werde ich gegrillt. Ja. Yeah. Ich habe leider aber auch nichts anderes. Vater hatte mich bis gestern 7 Tage in einem Schrank eingesperrt. Ich sollte lernen, wie leicht man seine Freiheit verlieren kann. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Eines Tages wird er seine Grausamkeit bereuen. Oh Gott. Ich habe herausgefunden, es liegt an mir. Luna sieht die Spielkategorie. Ah, okay. Da ist jetzt nur die Frage, warum du sie nicht siehst. Okay. Die 9. Da brauche ich wahrscheinlich irgendeinen Taler für. Hier, Haartrockner. Ich weiß, dass sie da ist. Ja gut, das stimmt. Ich kann sie halt leider von mir aus jetzt tatsächlich auch nicht sehen. Also ich bin tatsächlich da auf euch angewiesen. The whole world lies. A man once told me, Oscar, show them your face. They'll love you for yourself.
lies. This is a world of hypocritical masks, but the one who wears a real mask survives. Mhm. Meine Milch. Yay, meine Vanillemilch ist leer. Schnüff. Schnüff, schnüff. Ich hab keine Vanillemilch mehr. Egal. Was habe ich jetzt gekriegt? Eine Schere. Ach, mit der Schere kann ich draußen auf an der Wand, oder? Nee. Was ist denn ferner? Okay. Hätte ja sein können. Alles klar. Nee, dafür bräuchte ich das Notending. Das kann ewig dauern, bis ich hier irgendwo klarkomme. Was mache ich denn jetzt mit der Schere? Ich glaube, komm, dass ich das. Okay, doch, scheinbar schon. Now the fire trap won't bother you anymore. Although you probably think I'm lying. Okay. Ich hinterfrag das gar nicht. Ein Radioknopf. Bin mir auch nicht so sicher, ob ich wirklich wissen will, was hier passiert. Oh, wir kommen nach draußen. Das ist schön. Draußen gefällt mir. Meine Tür, noch ein Schloss. Ich brauche noch einen Schlüssel. Grundgütig. Den verzweifle ich ja auch schon, der Kerl. Aber es gibt weder ein Seil noch einen Eimer. Das ist schlecht. Da ist er wieder. Take it easy. I always wanted to ask you, can you love a person so much you could sacrifice your life for her? Doesn't really matter. Das ist aber nicht ganz stabil gebaut. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay. Verrostet. Hier haben wir einen Rostentferner. Brauche einen Gummiriemen für diese Apparatur. Hab ich nicht. Ich habe ein Holzmosaikstück. Hilft das? Nein? Okay. Ich habe noch ein Holzmosaikstück, von dem ich nicht weiß, wo ich es hinbringen soll. Ich wollte doch ein paar mehr Kleinigkeiten zu machen. Also, dass ich hier und da mal weg muss. Alles gut, Kitty. Alles gut. Holzmosaikstück. Ich habe noch keinen Ort gefunden, wo ich diese Holzmosaikstücke verwenden kann. Wo brauche ich denn diese Holzmosaikstücke? Ich bin ganz schlecht im Wimmelbildspielen übrigens. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ganz, ganz schlecht. Mit der vermissten Männer seinen Anblick allein versetzt mich in Angst und Schrecken. Also es gibt ein paar Spiele, die kriege ich ganz gut hin. Aber die habe ich dann wahrscheinlich auch ein, zwei Mal mehr gespielt als das hier. Das habe ich ja bisher nur ein einziges Mal vorher gespielt und ja. Kein Kommentar. Brauche eine Münze.
Hab ich nicht. Für den Kugeln. Wird einfach was aussieht wie eine Maske. Ich habe genug Gegenstände, mit denen ich kräftig zuschlagen könnte. Passiert nur nichts. Das geht auch noch nicht. Habe ich eine Karte? Minispiel. Ja, im Spielzimmer wäre ein Minispiel, im Lagerraum auch. Da kommen wir nur nirgends weiter. Dann muss es draußen irgendwo weitergehen. Ist die Frage, wo? Und dann... Hier ist noch ein Radioknopf. Okay, den habe ich vorher nicht gesehen. Dann jetzt einmal zurück. Huch. Dann habe ich jetzt auch den zweiten Radioknopf. Den zweiten Radioknopf. Oh, scheiße.